Guten Morgen. Schön sind ihr alle da und schön sind ihr da. Was für eine Art, um die Serie zu beenden mit diesen wunderbaren Menschen da, die uns jetzt dann werden Einblick geben in ihr Leben, die Zeugnis geben und uns weiter erzählen, was sie für ein Nugget oder mehrere rausgenommen haben aus dieser Serie oder allgemein zu der Bibel, wie die Bibel zu ihnen redet, in den Alltag ihnen redet und wie sie das erleben. Ich freue mich wirklich mega. Das Zeugnis hat eine mega Power und ich freue mich mega. Jetzt habe ich es etwa dreimal gesagt. Gut. Bevor wir anfangen, noch, wer sind wir überhaupt? Also ich bin Anja, das ist Malina, Esther, Jan, Werner. So, und jetzt noch drei Fragen, dass wir uns ein bisschen, dass sie uns ein bisschen besser kennenlernen. Erstens, erste Frage, ganz einfach, unser Lieblingsessen. Müsli. Alles Italienische. Gottlet und Pommes frites. Gräb mit Bananen und Eperi und Schocke. Und meins ist Sushi. Gut. Zweite Frage. Wenn wir jetzt in den Himmel kämen, was wir ja kommen, also egal. Mit wem würde er als erstes pläudern wollen, jetzt mal ohne Jesus zählt? Ich würde zum Beispiel, glaube mit der Bathseba oder mit der Esther als erstes pläudern wollen. Du, Malina? Mit dem Heiligen Geist. Ich mache als Letztes. Ich muss noch studieren. Ich glaube, ich würde mit dem Paul schnurren. Mit dem Paulus? Ja. Uff. Ich würde Paulus fragen, ob er mit mir ein Reisebüro auftut. Das ist ja gut. Esther? Ich glaube auch mit der Esther oder dem Josua. Esther oder mit dem Josua. Sehr spannend. Jetzt würde man noch wissen, wieso, aber dann geht es zu weit. Außer beim Werner wissen wir es ja. Gut, dann Lieblingsbibelübersetzung. Meine ist Neues Leben, meine aktuelle Studienbibel. Ich liebe die. Ihr? Schlachter meistens. NGÜ und Schlachter. Bei mir ist New King James auf Englisch, aber ich kann es so auf Deutsch nicht brauchen. Also gute Nachricht. Gute Nachricht. Gut. Also gibt es King James auch nicht auf Deutsch? Okay. Liesest du Englisch, Bibel? Wahnsinn. Krass. Gut, also das als Intro, dass wir das ein bisschen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und jetzt zu mir, zu meinem Nugget. Also für mich ist die ganze Serie wirklich ein mega Highlight gewesen, ein Geschenk für mich persönlich. Auch vom Timing her. Ich habe mir Ende 22 nehme ich mir einmal so Sachen vor. Und dann haben wir vorgenommen, um den Umgang mit dem Schwert zu trainieren. Das ist, also weißt, ein bisschen besser wissen, wie was wo und einfach besser werden in dem auch. Der Nate hat mal gesagt, von der Waffenrüstung, von der göttlichen Waffenrüstung, die wir haben, ist Schwert das Einzige, das dient zum Angreifen, zum Zustechen, oder? Und ich bin tendenziell so eine Persönlichkeit, die jetzt im geistlichen Sinn gerne mal angreift. Und darum muss ich das auch trainieren, ist logisch, genau. Und mit welcher Serie, ohne dass ich es weiss, fangen wir das Jahr an? Bibel lesen wie niemals zuvor. Und einfach all die Message von Tobi, von Nate, von Maria, von Werner, das sind so, dass ich werde noch lange von denen zehren und das hilft mir, um den Muskel zu trainieren, um das Schwert richtig zu benutzen. Das ist das Highlight von mir bezüglich Bibel. Und auch so ein Alltagsnugget, wo ich richtig merke, wie das wichtig ist und mir Identität gibt, ist Bibelvers auswendig lernen. Es trainiert mein Hirn, ist auch gut. Es hat an Dringlichkeit zugenommen für mich, an Wichtigkeit und an Praktischkeit, um Bibelvers auswendig wissen. Das stärkt meine Identität in den verschiedenen Situationen, kann ich es bringen, proklamieren, aussprechen. Und das ist einfach mega wertvoll und für das da bin ich aktuell dran. Genau. Und der eine Bibelvers, den ich auswendig gelernt habe, ist der von Philipper 4, 6 und 7 über den Frieden Gottes. Den kennt ihr sicher. Der ist, sorgt euch um nichts, sondern... Oh nein, jetzt bin ich nervös auf der Bühne, dann kann ich es nicht mehr. Oh, er steht sogar. Ah, nein, ich tue nicht lesen. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Sein Friede, der grösser ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, wird eure Herzen, nein, wird euch erfüllen. Oh nein, jetzt bin ich... Das ist eine andere Übersetzung. Ach, also ich kann ihn auswählen, jetzt habe ich ein bisschen Lampenfieber. Gut, danke. Wird eure Herzen und Gedanken bewahren.
im Glauben an Jesus Christus. Jawohl. Und das ist jetzt ein super Übergang. Der Vers hat auch zu dir geredet, gern Werner, gell Werner? Und ich übergebe dir jetzt das Wort. Ja, ich habe euch ein Fotos mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man das einblenden kann. Und schön gewesen bin, wie meine Mitredner da auf der Bühne. Nein, es hat eigentlich auch einen anderen Grund. Das war an meiner Konfirmation vor 57 Jahren, im 1966. Und ihr seht, ich habe hier eine Tabakpfeife im Maul. Früher, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, wenn man konfirmiert worden ist, hat man offiziell 3 Sachen dürfen machen. Man durfte rauchen, man durfte Alkohol trinken und man durfte in den Ausgang gehen. Und leider ist es bei mir nicht immer nur an dem friedlichen Pfeifenrauchen geblieben, sondern bei mir hat sich wirklich eine Sucht eingestellt. Ich habe mit 22 etwa 1,5 Päckchen Zigaretten im Tag geraucht. Das war auch so auf dem Höhepunkt Zeit, wo ich Jesus kennenlernen und zum Glauben kommen durfte und bin dann in eine Jugendgruppe gegangen. Und an einem Abend in dieser Jugendgruppe hat jemand über den Vers aus 1. Korinther 6, 19 geredet. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Aus der Luther-Übersetzung. Und ich kann euch sagen, der Vers ist mir an diesem Abend so etwas von stark eingefahren. Mein Körper, mein Körper ist der Tempel vom Heiligen Geist und ich tue den jeden Tag ausräuchere mit so einem grusigen Marlboro-Geschmack. Und ich bin heimgegangen und auf die Knie gegangen und habe Gott gebeten, dass er mir hilft. Ich habe ja schon ein paar Mal probiert aufzuhören rauchen bis dorthin, aber habe es nie fertig gebracht. Und ich durfte erleben, wie Gott mich von einer Sekunde auf die andere von dieser Sucht befreit hat und ich nicht mehr musste rauchen. Das ist das erste Nugget, das ich mit euch teilen will. Und das zweite hat dann eben mit dem Vers zu tun, wo Tanja vorher erwähnt hat, aus dem Philipper 4. Wir haben ja den am letzten Sonntag auch schon von der Maria gehört. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, meine Frau und ich sitzen im Untersuchungszimmer vom Urolog da in Chur und warten auf den Bericht von einer Biopsie von der Prostata. Und der Doktor kommt rein und sagt so knapp Grüezi miteinander. Und dann ziemlich sick und klar, ja, sie haben ein gröberes Prostatakarzinom, also Prostatakrebs, und die Biopsie hat das bestätigt und auch aufgezeigt, dass es ein ziemlich aggressiver Krebs ist. Es haben dann verschiedene Abklärungen gebraucht und dann die Operation, und nach der Operation ist auch noch nicht alles gut gewesen. Es hat noch 3 Lymphen gehabt, die noch angegeben haben. Und wegen dem hat es dann nachher 7-wöchige Strahlungstherapie gegeben, wo man jeden Morgen ins Spital hat müssen, bestrahlen lassen und nachher noch eine 3-jährige Hormontherapie. Und so eine Diagnose fährt relativ happig ein. In ein Leben hinein. Und meine Frau und ich haben viel brüllt miteinander. Wir haben auch viel gebetet. Mitarbeiter von der Stiftung Gott hilft, wo ich früher gearbeitet habe, haben über mir gebetet nach Jakobus 5 um Heilung und haben mich gesalbt. Und was ich einfach in dieser Zeit erlebt habe, ist auch der Vers aus Philipper 4, 6, dass ich immer wieder
in schweren Zeiten oder man verwacht zur Nacht und hat plötzlich den Flash wieder, du hast Krebs, wie geht es weiter, dass der Vers mich begleitet hat und ich durfte erleben, wie immer wieder der Frieden gekommen ist. Wieder alle Vernunft heisst es. Also, wir haben einen unvernünftigen Gott. Also, er hilft uns, dass unsere Sinne, unsere Gedanken wirklich wieder richtig und zu Weg gebogen werden. Es ist jetzt 6 Jahre her. Ich muss jetzt noch halbjährlich immer wieder in Kontrolle und es darf jedes Mal gut sein. Halleluja. Danke vielmals, Werner. Jan, darfst du ja gerade wieder Platz machen? Danke vielmals, Werner. Gott ist so gut. Und er war gleich in diesen Situationen jetzt und auch in Zukunft. Halleluja. Und zu dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hast du auch etwas zu sagen, gell, Jan? Ja, voll. Genau. Hey, danke vielmals. Ich bin richtig gespannt für alles, was wir noch hören. Es ist so mega ermutigend, eben so Sachen zu hören. Ich war gestern in Zürich mit dem Youth Planet, im Youth Planet mit 360 Jugendlichen. Ich bin richtig spät heimgekommen, heute Morgen 2 Kaffee gehabt. Ich trinke eigentlich nie Kaffee. Also ich bin so wie, kann er ab durch die Hecke. Das Eichhörnli, oder so, bam, bam, bam. Also sorry, Tobi, egal, wenn du ein bisschen Arbeit hast am Livestream. Genau. Hey, ich habe euch die 3 Bibelverse mitgebracht. Und die, die mich ein bisschen kennen, vielleicht wissen, auf welchen, dass ich nachher am Schluss raus will. Der erste ist Jesaja 43, 17. Genau, 16 und 17. Ich habe euren Vorfahren einen Weg durch das Meer gebahnt und sie durch die Fluten geführt. Das Heer der Feinde mit seinen Streitwagen und Pferden ließ sich ins Verderben laufen. Da lagen sie nun, die Helden, und standen nie wieder auf. Ihr Leben erlosch wie ein glimmender Docht. Hey, Töter, in dieser Situation kommt Gott hin und sagt den Israeliten wieder, hey, erinnert euch daran, was passiert ist. Sie sind in dieser Situation gewesen, wo sie das wieder vergessen haben, wo sie nicht mehr gewusst haben, was überhaupt läuft. Und Gott kommt und sagt, hey, ich bin so mächtig, ich habe das Meer aufgemacht und die Helden versenkt, sie sind tot, die leben nicht mehr. Erinnert euch daran. Und das ist so, in dem einen Bibelvers, wo ich das so derb gemerkt habe, wo wir uns selber wieder die Frage stellen, hey, an was dürfen wir uns erinnern in der Vergangenheit? Das tut so gut, immer wieder mal zurückzuschauen und merken, hey, ja, eigentlich ist es ein Wunder, dass ich da stehe. Eigentlich ist es so krass, dass all das, was ich erlebt habe, es ist so cool, dass Menschen sich in mich investiert haben oder Wunder, die ich erlebt habe oder die haben miterleben. Es ist so genial. Und das ist so, für mich sind das die Situationen, wo ich wieder mega Hoffnung schöpfen kann, wo ich mega aufstehen kann und wieder wachsen kann und merken, hey, das ist eigentlich genial. Ich will weiterlaufen, ich will vorwärts gehen. Aus diesen Situationen kann ich Kraft tanken. Im nächsten Vers steht dann aber: Doch ich sage euch, hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach, bleibt nicht in der Vergangenheit stehen. Damn. Es sind so coole Sachen passiert. Vielleicht kann jeder von euch irgendein Wunder erzählen. Wir können uns ermutigen mit all dem, was Gott gemacht hat. Aber Gott sagt genauso, hey, es gibt Zeiten, da dürfen wir zurückschauen. Da dürfen wir uns ermutigen lassen, da dürfen wir uns aufbauen lassen, wenn wir keinen Mut haben und keine Energie haben. Oder vielleicht den Glauben nicht mehr haben. Dürfen wir uns stärken an dem, was passiert ist. Aber bleiben nicht in der Vergangenheit stehen. Sehnt euch nicht nach Wunder, wo früher mal passiert sind, wo ihr heute wieder erleben wollt. Das hat er zu den Israeliten gesagt. Er hat das Meer geteilt, hat die Helden kaputt gemacht und alles. Und die Israeliten stehen vielleicht an dem Punkt, wo sie gesagt haben, ja gut, wenn du der Gott bist, mach's doch nochmal. Sehnt euch nicht nach Wunder, wo vielleicht Gott schon mal gemacht hat. Er kann's. Und zu Australien habe ich mal den Satz gehört und der war mega cool gewesen. Und da hat einer gesagt, und das ist halt jetzt Englisch, ich probiere es nachher nicht zu übersetzen, if he has done it before, he can do it again. Den Satz haben wir vielleicht schon mal alle gehört. Also wenn er es schon mal gemacht hat, er kann es wieder tun. 100%. Aber der eine Kollege hat gesagt, if he has done it before, he can do more. Wenn er so etwas schon mal machen konnte, er hat die Möglichkeit, zu mehr machen. Und das ist der nächste Vers. Und das ist der Jahresvers. Und den haben wir im Vision Team schon ein bisschen länger mit uns dabei. Und seitdem ist mir einfach unter der Haut.
Schaut nach vorne, nicht nach vorne. Schaut nach vorne. Ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Und ich finde das so krass. Es gibt ja Zeiten, wo man davon zurückschauen, wo man uns Mühe stärken an dem, was passiert ist. Aber es gibt dann auch die Erinnerung, um nicht in der Vergangenheit zu bleiben, sondern vorwärts zu schauen. Weil Gott wird etwas Neues tun. In jedem einzelnen Leben von uns. Etwas Neues zu tun. Und die Frage am Schluss, die flasht mich auch jedes Mal. Es passiert schon, sehen wir es nicht? Schauen wir doch rauf. Es ist passiert, Gott ist dran. Und das flasht mich jedes Mal. In dieser Serie, wo ich das auch wieder mal gemerkt habe, also mit dem Kontext ein bisschen, das Ganze anschauen. In diesen drei Versen, all diese drei Schritte zu sehen. Nicht nur einfach vorwärts zu schauen und finden, ja, cool, Zukunft ist gut. Sondern, hey, schauen wir zurück, erinnern wir uns daran, was passiert ist. Nicht in der Vergangenheit bleiben, sondern die brauchen als Energie, um vorwärts zu laufen und das zu sehen, was Gott noch will machen. Und der zweite Teil von dem Vers finde ich einfach auch nochmal derb. Durch die Wüste will ich Strassen bauen und in der Einöden will ich Flüsse bauen. Und das ist meine Frage ein bisschen an mich und vielleicht jetzt an euch. An was für unmögliche Sachen glauben ihr in diesem Jahr? Was für unmögliche Sachen? Für was für unmögliche Sachen beten ihr? Strassen durch die Wüste. Naja, früher sehr unwahrscheinlich gewesen, eine mega Hilfe. Flüsse in den Einöden. Auch nicht unbedingt das Beste, oder? Aber in der Bibel sehen wir, was für uns unmöglich ist, ist für Gott möglich. Und das ist meine Herausforderung. Für was für unmögliche Sachen betest du? Oder glaubst du vielleicht das Semester oder das Jahr bis zum Schluss? Das habe ich mitgenommen von dieser Serie. Wow, Jan. Danke, Jan, du bist eine Granate. Sorry, wir haben da ein bisschen ein Management mit dem Mikrofon. Unsere Malina ist jetzt dran. Multitasking bist du schon mal, Klavier, Zeugnis. Wahnsinn, ich freue mich mega, was du jetzt uns erzählst. Danke. Gut, für mein Nugget muss ich es ein bisschen ausholen. Die meisten wissen es gar nicht, aber ich bin eigentlich Brillenträgerin. ich habe sie nur kaum an. Das geht auch ganz gut, solange ich nicht etwas lesen muss, wo weit weg bin oder Auto fahren muss. Aber es hat so ein bisschen angefangen, in der Corona-Zeit war es einfach unmühsam mit der Maske. Jetzt haben wir keine Maskenpflicht mehr, aber irgendwie ist die Brille noch nicht ganz zurückgekommen. Irgendwie stört sie mich einfach. Man hat immer etwas im Gesicht und so der dunkle Rahmen stört die wunderschöne Schöpfung. Und mir fehlt auch einfach ein bisschen der Wind in den Augen. Aber dann gibt es Momente, zum Beispiel wenn ich am Sonntagmorgen hier hinfahren muss mit dem Auto. Dann muss ich die Brille anlegen und dann bin ich ganz überrascht, wie scharf man theoretisch sehen könnte. Und wie scharf eigentlich die ganze Welt ist, wie dass wir nur einen Mond haben und dass die Sterne so ganz klar sind. Das ist amigs ganz erstaunlich. Also, ich sehe, da hat es viele Brillenträger und ich glaube, ihr würdet mir zustimmen. So eine Brille ist praktisch und macht das Leben einfacher, oder? Okay, Zwischenfazit. Brille ist praktisch und macht das Leben einfacher. Wenn man die irdische Welt besser sehen will, legt man eine Brille an. Ja. Es bahnt sich schon etwas an. Was jetzt, wenn man die geistliche Welt besser sehen will? Also, ich glaube, bei euch ist es gleich. Vielleicht auch nicht, ich hoffe es. Ich möchte unbedingt Gottes Willen für mein Leben sehen. Ich möchte seinen Willen für alles sehen. Ich möchte sehen, was in der geistlichen Welt alles abgeht. Gibt es da auch irgendeine Brille, irgendeine Hilfe, dass wir das besser sehen können? Und dann in der Serie hatte ich irgendwann das Bild, dass wir die Bibel eine Brille ist für das geistliche Auge. Da, die Bibel als geistliche Brille. Genau. Also wenn wir die irdische Welt besser sehen wollen, dann legen wir so eine Brille an. Wenn wir die geistliche Welt besser sehen wollen, dann stecken wir unsere Nase vielleicht nicht zwischen so einer Brille, sondern in so einer Bibel. Und das ist mir mega aufgegangen, weil die Bibel, das ist das Wort Gottes und das hat so viel Weisheit, das hat so viel Wahrheit und so viel Vision. Und dann erkennen wir den Willen Gottes. Wir sehen das Leben, wir sehen Hoffnung, das gibt Leben. Und ich möchte jetzt noch ein paar Beispiele sagen, wie mir Brille oder eben Bibel im Alltag hilft. Erstes Beispiel.
Durch Brille sehe ich schärfer. Durch die Bibel erkenne ich Gottes Willen. Durch Brille sehe ich aber auch Sachen, die nicht so schön sind. Ihr seht plötzlich auch, meine Haare sind doch schon ein bisschen fettiger, als ich gemeint habe. Und durch die Bibel erkenne ich vielleicht auch Verfehlungen in meinem Leben. Durch die Brille sehe ich das, was weit weg ist. Und durch die Bibel behalte ich die himmlische Zukunft im Blick. Und als letztes, durch die Brille nimmt man mich als junge Lehrerin von Jugendlichen vielleicht ein bisschen ernster. Darum beim Unterrichten habe ich sie auch an, nicht nur beim Autofahren. Und durch die Bibel nimmt man die als Christ in der Gesellschaft vielleicht auch ein bisschen ernster. Genau, darum nicht verzagen, Brille tragen. Hammer! Hammer! Ich sage gar nichts mehr dazu. Esther, darfst du übernehmen. Danke. Ich habe in den letzten Wochen mega ein Missverständnis oder auch eine Lüge in meinem Leben aufdecken in Bezug auf das Bibellesen. Und zwar habe ich gemerkt, dass ich wirklich seit Jahren habe ich immer das Gefühl hatte, wenn ich die Bibel lese, muss ich irgendetwas machen. Und das war mega krampfig und mega krampfig geworden. Und mein Bibellesen ist durch das auch mega eingegangen, weil ich immer das Gefühl hatte, was mache ich jetzt, wenn ich die Bibel lese? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Genau. Wie es ein bisschen zu dem gekommen ist, habe ich gemerkt, ich kenne sonst in meinem Leben zwei Varianten von Lesen. Entweder lese ich zur Unterhaltung irgendeinen Roman. So wie ich einen Film schaue, lese ich dann einfach ein Buch. Oder ich habe in der Schule und im Studium habe ich gelernt, dass man einen recht anspruchsvollen Text bekommt und man muss sich dann mega mit dem auseinandersetzen. Und ich muss mega über den nachdenken und es ist mega kopflastig und es geht mega um meine Denkleistung, die ich mache mit dem Text. Und es geht darum, dass ich mir möglichst schlaue Gedanken mache und meine schlauen Gedanken noch möglichst schlau irgendwie formulieren kann. Und das ist dann das Ziel von dem Lesen damit. Und ich habe gemerkt, beim Bibellesen bin ich auch ein bisschen das reingefallen. Dass ich das Gefühl, es ist meine Leistung, die ich mache mit dem Text und es geht um das. Und das hat einfach gar nicht zum Leben geführt, weil es dann eben auch oft so mega kopflastig war. Und so ein Beispiel vor ein paar Jahren, also ist jetzt wirklich schon über ein paar Jahre so, und vor ein paar Jahren habe ich dann mal auf Pinterest entdeckt, dass es dort gibt, die machen so mega krasse Bible-Journaling und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gesehen habt, dann sind sie so Seiten und dann machen sie mega schöne Titel und dann tun sie noch 5 Fragen zum Text beantworten und dann schreiben sie noch mega schön und zeichnen noch irgendein Bild. Und ich weiß, dass ich das gesehen habe und gefunden, ah, jetzt weiss ich endlich, was ich machen kann, weil ich habe das Gefühl, ich muss etwas machen, jetzt das kann ich machen. Und ich habe dann das vielleicht 2-3 Mal gemacht und gemerkt, das ist irgendwie nicht so das. Also es ist voll nichts dagegen, aber ich habe gemerkt, ich habe es auch völlig aus einer falschen Motivation gemacht. Wirklich aus dem, ich muss etwas damit machen und am besten sieht man ja dann gerade auch noch, was ich gemacht habe. Und das ist mir mega in den letzten Wochen aufgegangen, zu merken, ich muss ja nichts machen. Wenn sein Wort lebendig und kraftvoll ist, dann ist es es immer. Das ist egal, was ich damit mache. Es ist egal, ob ich es ignoriere, ob ich etwas Gutes damit mache oder etwas Schlechtes. Es bleibt immer genau gleich lebendig und es bleibt immer genau gleich kraftvoll und ich kann wie nichts dazu beitragen. Genau, das ist mega entspannend. Das hat mein Bibellesen gerade mega entspannt. Genau, jetzt muss ich spicken. Was wollte ich noch sagen? Ich muss, glaube ich, spicken. Genau, es geht überhaupt nicht um meine Aktivität, die ich mit dem Wort Gottes mache oder mit einem Bibeltext. Es geht nicht darum, dass ich den Text bearbeite, sondern es geht eigentlich viel mehr darum, dass ich zulasse, dass sein Wort mich bearbeiten kann und etwas mit mir machen kann. Genau, und das, was ich irgendwie dazu beitragen kann, ist, dass ich mich bewusst dem Wort Gottes aussetze. Und das kostet mir etwas, vor allem auch Zeit. Und der Teil, den ich ihnen beeinflussen kann, ist, wie sieht es in meinem Herz aus. Und ich kann das wie mit beeinflussen, dass in meinem Herz ein weicher Boden ist, dass sein Wort kann auf einen weichen Boden fallen und kann Wurzeln schlagen und aufblühen. Aber viel mehr kann ich nicht machen. Genau. Ah ja. Und etwas, was ich auch gemerkt habe, so ein bisschen in Bezug auf das, ist, dass ich auch mega Tendenz hatte, oder also wahrscheinlich immer noch, um so nach Verständnis und Erkenntnis so krampfhaft zu wühlen und zu graben. Und ich muss wirklich sagen, über mein ganzes Leben, die vergangenen Jahre,
wirklich jede gute Erkenntnis, die ich hatte, über Sachen, die über meinen Verstand gehen, also über geistliche Sachen oder auch Sachen von meinem Herz, jede einzige gute Erkenntnis hat mir der Heilige Geist geschenkt. Keine, die ich irgendwie selber probiert habe, danach zu graben, habe ich auch wieder vergessen. Und es war überhaupt nicht nützlich. Genau, darum eben Bibel lesen, hey, ich setze mich einfach dem Wort Gottes aus, ich muss null leisten, ich muss null machen und er will mich beschenken mit dieser Kraft und dieser Lebendigkeit und es ist mega entspannt. Wow. Ich habe einen fetten Applaus diesen wunderbaren Menschen. Ihr dürft euch ready machen. Wir wissen für was. Hey, wirklich, ich bin geflasht. Irgendwie sollte ich jetzt noch irgendeinen Schluss machen. Das sind jetzt vier, mit mir fünf völlig unterschiedliche Typen gewesen, wo Gott auf völlig unterschiedliche Arten durch sein Wort redet. Vielleicht hast jetzt du dich voll in jemanden reinfühlen, vielleicht auch gar nicht. Aber Gott redet auch zu dir ganz persönlich durch sein Wort. Und für das stehen wir heute an. Und haben die Zeugnis gegeben. Ja, ich finde es einfach mega krass. Wir haben einfach das Wort vom Leben, den Kompass. Es ist nicht einfach ein Buch. Und du siehst, was daraus rauskommt. Das ist so krass. Das muss ich auch spicken. Ja, und ich bin überzeugt, dass Gott auch durch sein Wort zu dir redet. Wenn er es schon gemacht hat, Freude daran. Wenn er es noch nicht gemacht hat, noch nicht parat warst, dann mach dich parat. Er redet durch sein Wort zu dir. Und wir wollen zum Schluss noch in ein Ministry Time hineingehen, wo wir nachher können füreinander, miteinander beten. Und noch schnell, noch vor dem Schluss, zum Schluss, ein Ermutigungsvers. Es steht im 2. Timotheus 3, 16, 17. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Und das werden wir heute machen und dann auch mal ganz praktisch. Das ist jetzt praktisch aus Ihrem Leben, unserem Leben gewesen und jetzt darf es praktisch auch werden für euch. Wenn ihr jetzt merkt, ihr seid irgendwo von dem Weg vom Leben, in irgendeinem Bereich von eurem Leben abgekommen, dann kommt zurück. Heute. Ihr dürft dann dort hinten stehen zu den Ski. Könnt ihr hinterher kommen zu uns. Können wir zusammen beten, wenn ihr die Wahrheiten Gottes wieder mal gefestigt habt über eurem Kopf, über eurem Leben, dann wenn wir das aussprechen über euch, wer ihr seid, was ihr für Identität habt, was in dieser Bibel steht, über euch, könnt ihr hindern oder wir beten. Und wenn du merkst, du bist irgendwo schuldig geworden, dann komm hinter und tun Buss. Es hat so eine Kraft mit uns als Zeugen, musst du nicht allen sagen, mit jemandem. Tun Buss, wenn du merkst, jetzt in der nächsten Zeit, in den nächsten paar Minuten, dass der Heilige Geist dir etwas zeigt. Und wir wollen doch noch zusammen aufstehen und uns beten. Danke, Vater, für dein Wort. Danke, ist es echt, bringt es Emotionen für ihn. Danke für den Kompass vom Leben. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du durch die Reihe gehst und aufzeigst, was dran ist, was du aufzeigen willst. Dass wir Sachen festmachen heute. Einmal mehr. Dass wir, wer es vielleicht braucht, eine neue Leidenschaft, eine neue Lust bekommt für dein Wort. Danke, Heiliger Geist, bist du unser Helfer, zum Bibel verstehen, bist du auch die Brille, um die Bibel zu sehen, verstehen und anzuwenden in unserem Leben. Danke, Vater, für dein Wort und danke, redest du jetzt zu uns, zu jedem Einzelnen. Lobet und preiset deinen Namen, Vater, und danke für die Bibel, die Serie und das Leben von jedem Einzelnen da drinnen. Amen.